Buonasera, meine Schalke-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden des Fußballs. Ja, nach dem traurigen Spektakel oder Spiel von gestern Abend, nach einer 3-0-Führung 5-3 verloren, das steckt uns noch tief bei mir noch im Magen drinne. Ja. Und dann heute Morgen kriegen wir die Nachrichten, war aber schon abzusehen nach dem gestrigen Spiel, dass da irgendwas jetzt passiert. Ja, und dann kam heute Morgen nicht die Hiobsbotschaft. Das hat man geahnt, ist so. Das müssen wir sehen als Fan. Haben wir es schon geahnt. Wurde Karel Gerets entlassen. Und dazu noch unser Sportdirektor Marc Wilmots, weil Marc Wilmots in der letzten Woche gesagt hat, er steht zum Trainer, es gibt keine Trainerdiskussion. Da frage ich mich, wegen diesen Satzes musste er jetzt auch gehen, weil er hinter dem Trainer stand, wo viele Verantwortlichen im Vorstand wie Ben Manga nicht für den Trainer war, schon wo er kam, wollte er den eigentlich nicht, aber vom Vorstand und so hieß es, nein, wir wollen keine Trainerdiskussion, wir wollen einen Trainer, der soll bleiben, auf langfristig arbeiten. Okay, jetzt schon wieder einen neuen Trainer. Jetzt wieder ein Trainer weg. Fängt das Spiel wieder von neu an. Und wir haben ja auch gesagt, hey, wir haben keine Lust mehr auf immer Trainerwechsel, Trainer, Trainer, immer Trainer. Im Endeffekt, was bringt uns immer ein Trainerwechsel? Was hat es jetzt gebracht in diesen Jahren ein Trainerwechsel? Nix. Null. Schon bei einer Krise, guten Krise wie jetzt, klar, wir sind in einer Krise, wechseln wir den Trainer. Okay. Es wird dann so wieder kommen, wir holen einen neuen Trainer. Okay. Der Trainer wird dann vielleicht mal besser starten als die anderen Trainer. Ja. Macht die Saison zu Ende. Gehe ich davon aus, wird er denn die Saison zu Ende machen. Dann in der neuen Saison wird das dann wieder so sein, wenn es wieder nicht läuft, suchen wir schon wieder einen neuen Trainer. Und das war jetzt fast immer so. Seit Jahren. Ich rede, seit Jahren ist das so. Als Fan sage ich immer, irgendwann hast du die Schnauze voll. Ich wollte nicht, dass man den Reis entlässt. Ich habe auch damals gesagt, ey, in einer Krise muss man zum Trainer halten, weil man kann nicht immer den Trainer entlassen. Da sind auch die Spieler damit. Muss man auch in Verantwortung nehmen. Okay, Reis wurde entlassen, viele haben sich gefreut, kam Karel, hey, Karel hat, sein Ziel war Klassenhalt, war noch auf dem 10. Platz, Ben Manga wurde verpflichtet, Kaderplaner wurde verpflichtet, Marc Wilmots kam dazu als Sportdirektor, auch wieder alles neu, Thielmann kam dazu, ja, alles sollte neu, alles sollte besser werden, hey, Neuschalke. Wo? Alles beim Gleichen, ist alles beim Gleichen geblieben. Alles beim Gleichen. Was passiert bei uns? Trainer wird entlassen, Sportdirektor wird entlassen. Ein Ben Manga, der Schalke absolut null kennt, tut mir leid, ist nichts persönlich gegen den, aber kommt auf Schalke, wirbelt alles rum, holt viele neue Spieler, wo wir gesagt haben, ey cool, neue Spieler, junge Spieler, talentierte. Legt sich mit dem Trainer an, jetzt Sportdirektor weg und er ist der große Mann auf Schalke. Mir kommt das vor, dass auf Schalke viele die Augen zumachen und auf dem Ben Manga so viel, so viel Hoffnung setzen auf eine Person, so viel Hoffnung, wo ich mir denke, was hat der Typ gemacht? Nur weil er in Frankfurt mal Erfolg hatte und dann in Watford voll gescheitert ist und jetzt auf Schalke ist, alles umgekrempelt hat, Trainer weg, Sportdirektor weg, wieder bei Null. Wir fangen wieder da an, wo wir seit Jahren immer anfangen. Trainer hier, Trainer da, Sportdirektor weg, der Sportdirektor weg. So, jetzt übernimmt ja der U23 Trainer Jakob Fimpel für zwei Spiele gegen Münster und danach gegen Hertha BSC, glaube ich, Berlin. Dann ist ja wieder Länderspielpause. Und bis zur Länderspielpause wollen sie einen neuen Trainer vorstellen.
Klar, Ben Manga hat schon im Kopf, welcher Trainer kommt, weil er wollte den Keretz sowieso nicht haben von Anfang an. Aber okay, er will jetzt einen neuen Trainer, will er sich da vorstellen. Beim Sportdirektor wollen die sich ja Zeit lassen, diese Spielchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe da gar keinen Bock mehr. Ich höre immer dasselbe. Bei Schalke ist das so, wenn du ein Karussell fährst und immer um die Runde drehst und immer dasselbe Mist, dasselbe Mist. Früher bin ich drauf aufgegangen, ey, der muss weg, der muss weg, der Trainer muss weg, der Sportdirektor muss weg, der muss weg. Habe ich immer drauf gehauen. Irgendwann denkst du aber, das bringt dir nichts. Immer draufzuhauen, immer fordern, der muss weg, der muss weg. Wir müssen doch bei einer Krise einmal da durch, damit wir dann gestärkt rauskommen und aus diesen Fehlern lernen. Man lernt nur aus Fehlern, aber ich habe gemerkt, ist nur meine Meinung, wir lernen überhaupt nichts. Ob wir Fans, wir Fans sind auch schuld. Ich bin auch damit. Ich nehme mich auch damit rein. Aber wir Fans sind immer auch selbst schuld. Wir fordern immer neue Trainer, wir fordern das, wir fordern das. Dann nachhinein sagen wir, boah, ey, warum will der Trainer wechseln? Ey, wir machen immer dieselben Fehler. Und was ist? Wir stehen da, neuer Trainer weg, Sportdirektor weg, der macht das wieder, dann kommt neuer Trainer, wieder Wechsel. Immer das Gleiche, wie im Ziel. Ey, bei uns ist nur Chaos. Seit Jahren ist das Spiel immer wieder dasselbe. Klar sind wir schlecht gestartet, aber klar hat der Trainer Fehler gemacht. Bei einem 3-0, 3-1, 3-2, dann stärke die Defensive und nicht alles offensiv. Ja, ein Trainer, aber ich frage mich nur eins. Da spielt eine Mannschaft auf dem Platz, die 3-0 führt und du bist als Trainer draußen. Und siehst, wie die Defensive, aber nicht nur die Defensive, komplett das ganze Mittelfeld auf einmal aufhört zu kämpfen, wenn es die Rückwärtsbewegung ist und alles in Stich gelassen wird. Sorry, was soll, da kannst du einen Pep Guardiola holen, da kannst du einen Kloppo holen, da kannst du jeden Trainer der Welt holen. Nein, der Chaos fängt immer vom Kopf an. Wie sagt man, vom Kopf stinkt der Fisch oder was weiß ich, wie das heißt. Aber wenn bei uns in der Führungsetage immer das Gleiche kommt, und das ist seit Jahren, ich sage es immer wieder, und kommt mir nicht bitte jetzt mit Tönnies. Mit Tönnies fing das Miserable an. Und kommt mir nicht mit das Finanzielle. Wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Andere Vereine haben auch kein Geld. Noch weniger als Schalke. Und die steht über uns, die stehen da oben oder so, spielen sogar in der Bundesliga wie Holstein Kiel. Nein, die haben auch kein Geld. Kommt mir nicht mit Tönnies, wir brauchen Geldgeber. Hört auf bitte damit. Das will ich gar nicht hören. Wir brauchen vernünftige Leute, die auch in einer Krise zusammenhalten, zusammen. Und nicht der eine redet über den, der eine redet über den. Ich bin unzufrieden mit dem. Das könnt ihr intern klären. Aber wenn die nicht zusammenarbeiten können, kannst du vergessen, da kann jetzt der nächste Trainer kommen, gebe ich 7, 8 Monate, ach, noch nie mal, wenn 8 Monate, vielleicht diese Saison noch und dann in der nächsten Saison haben wir wieder einen neuen Trainer und dann sind wir wieder hier, kann ich wieder so ein Video machen, aber nein. Da macht gar keinen Bock mehr, ehrlich, Schnauze voll. Ich freue mich gar nicht auf den neuen Trainer, habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich weiß, der wird sowieso nicht lange bei Schalke bleiben. Und du kannst den Sportdirektor holen, da holen, da holen. Brauchst dich nicht freuen, weil wir keine Kontinuität sogar oben in der Führung haben. Da hast du keine, wenn du oben in der Führung keine Kontinuität hast. Jeder macht, was er will. Der eine mischt sich da ein. Keiner macht seine Aufgabe vernünftig. Jeder will sich überall einmischen. Dann wird das auch in der Mannschaft so sein, beim Trainer so sein. Und das wird immer wieder ein Kar wie beim Karussell. Drehen, drehen, drehen. Wir drehen uns immer im Kreis. Immer dasselbe. Deswegen. Ich finde es schade, dass beide gehen mussten. Sei euch ehrlich, ich finde schade, damals bei Reis fand ich auch schade, dass er gehen musste. Was bei Schalke da los ist, das ist unglaublich. Ein Schalke-Fan, bin ja schon ja, seit 91 bin ich Schalke-Fan, ne? Aber so ein Chaos in unserem Verein, seit Jahren ist dieses Chaos und das wird nicht besser. Sorry, ich sage es ehrlich, es wird nicht besser. Mir kommt das vor, es wird immer schlimmer. Da brauchst du Kontinuität. Aber auch bei Krisen zusammenhalten und nicht immer der muss weg, der muss weg, der muss bumm, bumm, bumm. Ja, klar, ist alles nicht gut gelaufen. Aber vertut euch nicht mit Ben Manga, der Heilbringer von Schalke, nix da.
Die sollen mal ihre Arbeit vernünftig machen, jeder seine Arbeit erledigen und fertig. Ich wünsche den Karel, seine Familie wirklich alles Gute, auch dem Marc Wilmots alles Gute. Danke, dass ihr in unserem Chaosverein seit Jahren, dass ihr versucht habt, da irgendwie was zu machen. Ey, ich sag viel, viel Dank. Und ich bin gespannt, nächste Runde, Boom, Chaos. Mal gucken, was jetzt kommt, welche Präsentierteller unser Trainer kommt. Es werden dann wieder die Trainer, wieder den Trainer gefeiert. Es muss Kontinuität im Verein kommen und da fängt das von oben an. Und da, wenn das da nicht funktioniert, das wird, da geht das immer weiter und ich hab dann hat man auch wirklich die Schnauze voll und wir können dann immer wieder nächstes Video machen, nächstes Video. Dann kommen wir wieder da diskutieren, da diskutieren, da diskutieren. Ich sag immer wieder, seit der Assauer weg ist und der hat das damals im Audio Talk gesagt, und so ist das passiert und es geht immer wieder. Ich bin gespannt, was da passiert, welcher Trainer uns vorgestellt wird. Ich bin wirklich gespannt, das ist wirklich wie so eine Puppentheater-Show. Gucken wir mal, schauen wir mal, Klappe, die 810. Bumm, Schalke ist wieder dabei. Aber wir Schalker gehen nie auf, wir Fans sind hart im Nehmen, ist so. Wir sind hart im Nehmen, als Schalke-Fan bist du hart im Nehmen, wirklich. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, Schalke-Fan zu sein. Da musst du wirklich einen Dickschädel haben, harten Kopf und so, weil bei anderen Vereinen, da werden viele schon abgesprungen und gesagt, nee, ich will kein Schalke, ich will kein Fan mehr sein von diesem Chaotenverein. Aber wir sind hartnäckig. Wir sind hartnäckig, wir halten trotzdem die Treue immer zu meinem Verein. Ich halte die Treue immer im Verein, egal in welcher Liga wir gehen. Aber langsam muss Kontinuität oben in der Chefetage passieren, aber für Jahre lang. Auch auf dem Trainerstuhl, egal wenn du in einer Krise bist, dann halt doch mal fest, dann lass doch mal die Spieler weg. Aber okay. Schauen wir mal, was passiert. Okay, das ist meine Aussicht, was ich dazu sage. Mir tut das leid für die beiden, dass sie gefeuert worden sind. Aber war abzusehen bei Karel nach der Niederlage, bei Marc Wilmots habe ich mir das jetzt nicht gedacht. Aber okay, schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was unsere Chefetage da jetzt zaubert. Und da können wir schon mal Wetten abschließen, wie lange der Trainer bleibt. Ich schon mal eine Wette kannst du schon mal schließen, dass der Trainer niemals 2 Jahre auf Schalke aussetzt. Das Lachen habe ich nicht verlernt. Ist so. Aber willst du machen. Okay, ich wünsche euch alle Gottes Segen, euch, eure Familie, eure Freunde. Passt auf euch auf. Und dann sage ich ciao, ciao, arrivederci, Glück auf.